Es macht uns immer einen Riesenspaß, dieses Turnier für euch zu organisieren. Es bietet für uns die Möglichkeit, ein Signal zu senden, Berührungsängste abzubauen und zu zeigen, wir sind in dieser Stadt angekommen. Ich würde Haus und Hof darauf verwerten, dass ich auch mit schwulen Fußballern zusammengespielt habe, ohne es zu wissen. Ja, und es macht mich leider traurig, dass sie sich eben nicht zu dem bekennen konnten, was sie eben sind. Und wir ja jetzt in den letzten Wochen jetzt nun gerade absurde Situationen haben, dass sich Fußballnationalspieler oder ehemalige Nationalspieler outen müssen, nicht schwul zu sein, zeigt eigentlich, wir müssen die Anstrengungen, dieses Tabu zu brechen, eigentlich verdoppeln. Und dabei ist euer Turnier hier und diese Zusammenkunft ein wichtiges Zeichen.